Ahoi ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Und ich habe hier mich schon positioniert passend. Ich habe schon ein oder andere versucht gewagt hier einzubrechen, muss ich sagen. Ich habe es bisher nicht geschafft. Da hinten ist ein Wachmann. Das ist eine Nebenfabrik von der Fabrik da hinten. Da hinten die Fabrik, da haben wir letztes Mal die Spielzeugautos geklaut. So richtig viel Zeug und die CNC-Fräse. Aber heute möchte ich gern hier rein. Und mal gucken, ob es diesmal gelingt. Ich habe es jetzt mal auf Nacht gestellt. Letztes Mal habe ich es tagsüber versucht. Also ich kenne das Gelände jetzt schon ein bisschen. Was ich noch nicht weiß, ist, wie man hier wieder rauskommt. Hinten steht der Typ. Ah, der sieht mich schon nicht. Hier haben wir nämlich schon mal was richtig Schickes, nämlich ein 3000-Dollar-Paket. Ist weitergegangen. So, hier eine Blazy, immerhin 700 Dollar. Aber hier ist auch noch so ein 3000-Dollar-Paket. So, das lasse ich mal liegen hier, die zwei Sachen. Wir brauchen den Platz im Rucksack wahrscheinlich noch. Komm schon, ich will deine Routine haben. Ich will deine Routine. Jawohl. Nein, 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 er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Schande. Er rennt mir hinterher. Hoffentlich checkt's keiner. Hoffentlich checkt's keiner. Oh Mann, der weiß, dass ich hier drin bin, oder? Der weiß es. Der weiß es genau. Kritisch, kritisch, kritisch. Ganz, ganz kritisch. Ja, ja, langsam hauen sie ab. Langsam hauen sie ab. Der Typ lässt mich auch in Ruhe. Was ist denn da vorne noch rot? Keine Ahnung. Nur nicht fälschlicherweise irgendwie in die falsche Richtung laufen oder so. So, da drin steht der andere Typ. Frage ist, nimmt der mich wahr oder nicht? Zeit. Der ist so mit sich selbst beschäftigt, hier die Schnarchnase. Der checkt gar nicht, dass ich hier reingehe. Wollte ich mir hinten das Räumchen vorknöpfen. Verdammt, wird schon wieder hell draußen. Aua, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Tresor ist voll der Fake. Wertpapier. Der Tresor ist voll der Fake. Den habe ich schon mal aufgemacht. Da ist nichts drin. Wertpapier habe ich das letzte Mal übersehen. Aber hier, das habe ich nicht übersehen. Nämlich hier noch 3000 Dollar Pläne, 2000 Dollar Pläne. Laptop geht natürlich auch mit. Das war es hier. Das war alles leer, ja. Okay, okay, okay. Mein Problem, ich sehe jetzt die Wachleute wieder nicht mehr. Und ich muss hoffen, dass sie mich auch nicht sehen. Jetzt sehe ich sie wieder. Das ist Schnarchbert, der sich nicht von der Stelle bewegt. Lass schon mal da weg. Komm da nicht durch.
Kann ich mich darüber schleichen, ohne dass der mich bemerkt? Jetzt guckt er nach hier. Jetzt guckt er nach drüben. Das war knapp. Ganz, ganz knapp. Gott, ey, Mann. Wenn der nicht da weggeht, habe ich keine Chance. Du musst noch versuchen, so wie ich reingekommen bin. Jo, das geht. Machen wir hier die Hütte zu. Dann gucken wir mal, ob wir da vorne an dem irgendwie vorbeikommen können. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Komm schon. Ich habe die Taschen voll mit schönen Sachen. Voll gepackt mit schönen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Thief Simulator Feeling. Nein, ich bin durch die Cam gelaufen, ich Idiot. Da hinten ist ein Container, wo ich mich verstecken kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, bitte, bitte, drei Wachleute vom Container, ich drehe durch. Bitte sagt der Bullerei nichts, Leute, ich gebe euch was ab. Jeder von euch 500, komm. Jeder von euch 500, wenn ihr einfach weggeht. Weg. Geht. Nein. Oh Mann! Dann gib mir meine 500 wieder, Jungs. Ach Mann. Ich Idiot, lauf in die Kamera. Alles war gut, aber ich muss in die Kamera laufen. Mann! Okay, direkt nochmal. Direkt nochmal und diesmal alles etwas zügiger. Hier, erstes Päckchen. Zack. Lauf ein Stück vor. Hier war's drin. Zweites Päckchen. Zack. Da wir noch Platz im Rucksack hatten, Blazy geht wieder mit. Das geht mit. Und das geht auch mit. Wir hatten genug Platz. So. Da steht der Typ. Wir gehen hier lang. Hinten läuft er rum. Interessiert uns nicht. Da ist die Kamera. Eine von ihnen. Wow, das ist knapp. Okay, der Typ geht wieder davor, der stört uns aber nicht. Glaube ich zumindest. So. Zack, 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 zack. Zack. Dann haben wir da diesen Typ wieder, der nur sich selbst. Der steht gerade gar nicht da. Der steht gerade gar nicht da. Wo ist der? Egal, wir knacken jetzt schnell das Schloss hier. Dann marschieren wir hier rein. Wir holen uns unser Aktenordner. Unsere Pläne, unsere Pläne. Laptop. Und weil wir eh noch Platz haben, nehmen wir hier noch den Kleinkram mit. Was war hier noch? War's, glaube ich. So. Da ist der Typ. Sehr gut, wir haben seine Routine. Das hilft uns. Wo gehst du hin, Typ? Du gehst nach da hinten. Das ist mir recht. Können wir uns hier oben nämlich noch ein bisschen Software snacken? Immer. Jetzt schnell hier knacken. Jetzt machen wir hier die Tür auf. Was, wieso denn jetzt schon wieder? Wie haben die mich gesehen?
Okay, jetzt in Perfektion. Keine Fehler. Einmal perfekter Ablauf. Keine Spuren hinterlassen. Nicht zu auffällig sein. Nicht zu laut sein. Gar nichts. Einfach nur reinnehmen, raus. Komm schon. Einmal perfekt. Hau ab. Nicht, dass du hierhin wieder zurückkommst. Ich wusste es nämlich, der kommt hierhin zurück. Hau doch ab. So. Mein Gott, der hat mich nicht gesehen. Ich habe die Tür wieder zugemacht. Daran scheitert es diesmal auf jeden Fall nicht. Oh Mann, was ist das denn für ein Riesending? Komm schon, hör auf dich zu bewundern, verzieh dich, ich will hier raus. Wo gehst du hin? Feini bist du. Nein, 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 nicht. Bitte nicht. Nicht. Was denn jetzt schon wieder? Warum haben die mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ich check's nicht. Ich check's nicht. Ich habe doch alles getan. Komm schon. Okay, ein Stern noch. Die beruhigen sich langsam alle wieder. Ja. Ja. Ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen, ich bin draußen. Ich hab's geschafft.
Fahrt. Raus aus dem Viertel. Ab in die Freiheit. Wo ist die grüne Linie? Da ist sie. Oh, geschafft. Und wie viel uns das eingebracht hat, das blende ich euch jetzt gleich hier ein. Bis dann, euer Rouge. Ich mache die Hütte dicht und guckt hier nochmal ganz schnell, wie viel wir verdient haben. Guckt nochmal ganz schnell hin.